Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundeskanzlerin Merkel hat dem Europaparlament das Programm für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft vorgestellt. Der Besuch in Brüssel ist Merkels erste Auslandsreise seit dem Beginn der Corona-Einschränkungen. Auch die 6 Monate, in denen Deutschland den EU-Ratsvorsitz hat, dürften von der Pandemie geprägt sein. Ein Schwerpunkt ist der geplante Hilfsfonds mit einem Umfang von 750 Milliarden Euro. Dagegen haben Österreich, die Niederlande, Dänemark und Schweden noch Vorbehalte. Kein Handschlag, stattdessen eine freundliche Verbeugung. Merkel kommt mit Maske zum Antrittsbesuch nach Brüssel. Sie will dem Europäischen Parlament erläutern, in welche Richtung die deutsche Ratspräsidentschaft steuert. Europa wird nur gestärkt aus dieser Krise hervorgehen, wenn wir bereit sind, bei allen Differenzen gemeinsame Lösungen zu finden. Ich glaube an Europa. Ich bin überzeugt von Europa. Merkel beschwört die Kompromissbereitschaft und den Gemeinsinn der Union. 198 Abgeordnete können ihre Rede live verfolgen, die anderen 506 nur per Videostream. Mir sind 5 Themen in dieser Zeit besonders wichtig. Unsere Grundrechte, der Zusammenhalt, der Klimaschutz, die Digitalisierung und Europas Verantwortung in der Welt. Ihre Agenda für die deutsche Ratspräsidentschaft kommt fraktionsübergreifend bei den meisten Abgeordneten gut an. Merkel muss sich aber auch Kritik anhören. Die Erwartungen an sie sind hoch. Es wird sich zeigen, Frau Bundeskanzlerin, in dieser Ratspräsidentschaft, ob Sie nur Krisenmanagerin oder aber Architektin eines stärkeren Europas sein wollen. Deutschland muss aufhören, im Rat wichtige Vorhaben zu blockieren. Sie sind leider nicht die edlen Sachwalter der europäischen Idee, als die Sie sich so gerne feiern lassen. Sie sind tatsächlich deren Totengräber. Im Anschluss an den Parlamentsbesuch Termin mit Ratspräsident Michel, Kommissionspräsidentin von der Leyen und Parlamentspräsident Sassoli als Vorbereitung für den EU-Gipfel in der kommenden Woche. Dann werden hitzige Diskussionen um die Corona-Wiederaufbauhilfen erwartet. Die heutige Debatte markiert den eigentlichen Start der deutschen Präsidentschaft. Merkel versuchte leidenschaftlich zu sein, ihre Biografie mit Europa zu verbinden und die Bedeutung des EU-Parlaments hervorzuheben. Denn neben den Staats- und Regierungschefs wird sie vor allem die Unterstützung der Abgeordneten hier in Brüssel brauchen, wenn ihre Ratspräsidentschaft ein Erfolg werden soll. Die USA haben offiziell ihren Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation eingereicht. Präsident Trump wirft der WHO unter anderem vor, von China gelenkt und für die Verbreitung des Coronavirus mitverantwortlich zu sein. Weltweit stößt der Schritt auf Unverständnis. Die Bundesregierung bezeichnete ihn als Rückschlag für die internationale Zusammenarbeit. Auch aus China kam scharfe Kritik. Die USA waren bislang der wichtigste Geldgeber der WHO. Der Austritt soll in einem Jahr wirksam werden. Bei Protesten gegen eine erneute Corona-Ausgangssperre ist es gestern Abend in Belgrad zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. 60 Menschen wurden verletzt. Die Lage eskalierte, als Demonstranten das Parlamentsgebäude stürmten. Mehr als 20 Menschen wurden festgenommen. Die Regierung hatte eine Ausgangssperre für das Wochenende angekündigt, nachdem die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen stark gestiegen war. Airbus-Mitarbeiter demonstrieren heute an zahlreichen Standorten gegen die massiven Sparmaßnahmen des Flugzeugbauers. Mehrere tausend Menschen protestierten am Firmensitz in Toulouse. Auch an den deutschen Standorten fanden Protestaktionen gegen die geplanten Stellenstreichungen statt. Insgesamt will Airbus etwa 15.000 Stellen streichen, 5.000 davon in Hamburg. Der Flugzeugbauer steckt wegen Corona in einer schweren Krise. Die Nachfrage ist eingebrochen. In der Corona-Krise ist ein weiteres Programm für angeschlagene Unternehmen gestartet worden. Wirtschaftsminister Altmaier stellte heute sogenannte Überbrückungshilfen für den Mittelstand vor. Es geht um ein Volumen von 25 Milliarden Euro, mit denen Firmen bei ihren laufenden Kosten wie Miete, Pacht und Strom unterstützt werden sollen. Voraussetzung sind deutliche Umsatzeinbußen. Die Zuschüsse sollen bis August laufen und müssen nicht zurückgezahlt werden.
Veranstaltungen abgesagt. Messebauer oder auch Hotels und Gaststätten. Viele kleine und mittlere Unternehmen stehen wegen Corona kurz vor dem Aus. Der Bund will helfen. Wer Umsatzrückgänge von mindestens 40% nachweisen kann, soll Geld vom Staat bekommen. Die Antragsplattform für die Überbrückungshilfe ist seit heute online. Noch im Juli soll das erste Geld ausgezahlt werden. Insgesamt stellt der Bund 25 Milliarden Euro bereit. Unternehmen können bis zu 80% ihrer Fixkosten erstattet bekommen, also zum Beispiel Miete und Strom. Maximal bekommt ein Unternehmen 150.000 Euro. Zurückgezahlt werden muss das Geld nicht. Wir möchten, dass das, was zum Teil über viele Jahrhunderte gewachsen ist, denken Sie an Handwerk beispielsweise, denken Sie an freie Berufe, denken Sie an die kleinen überschaubaren Einheiten, dass dies durch die Krise nicht nachhaltig beschädigt wird. Abgeordnete von FDP und Linken finden die Überbrückungshilfe grundsätzlich richtig, aber unzureichend. Jetzt gibt es viele Unternehmen, die haben eben 25-30% Umsatzrückgänge und kommen damit aber nicht mehr über die Runden, sind in ihrer Existenz gefährdet. Und denen nützt dieses Programm nichts. Man hätte langfristigere Maßnahmen ergreifen können, eben zum Beispiel Abbau des Mittelstandsbaus, komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags, und man könnte jetzt schon in Bürokratieabbau einsteigen. Auch Reiseanbieter leiden unter der Corona-Krise. Busunternehmen haben kürzlich in Berlin demonstriert. Jetzt sagt der Reiseverband zu den Überbrückungshilfen, ja, aber. Das ist der richtige Ansatz für die Reisebranche. Es ist aber zu kurz gedacht. Eine Laufzeit bis August reicht nicht aus, weil die Krise in der Tourismusindustrie länger andauern wird als bis Ende August. Auch der Wirtschaftsminister will die Überbrückungshilfen notfalls länger zahlen. Den Finanzminister muss er davon aber noch überzeugen. Gut möglich allerdings, dass auch die SPD den Druck auf Olaf Scholz erhöht. Sollte sich im August zeigen, dass der Mittelstand länger Hilfe braucht. Mit einer nationalen Strategie will die Bundesregierung die Gleichstellung von Männern und Frauen fördern. Das Ziel ist die Durchsetzung der Gleichberechtigung auch in allen Gesetzen und Förderprogrammen des Bundes. Das sei jetzt erstmals Sache aller Ressorts und nicht nur Ihres Ministeriums, sagte Familien- und Frauenministerin Giffey. Zu den Zielen der Strategie gehört auch, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Nach einer Frau kann man vergeblich suchen auf diesem Foto des ADAC-Präsidiums, genau wie bei der Riege der Innenminister. Die Führungszirkel vorwiegend männlich, auch beim Deutschen Fußballbund. Frauen unterrepräsentiert. Familienministerin Giffey will das nun mit einer nationalen Gleichstellungsstrategie angehen. Ein Meilenstein, findet sie. Das hat Jahrzehnte gedauert, dass es ein Bekenntnis gibt, wirklich des Bundeskabinetts dazu zu sagen, die Gleichstellungspolitik ist ein wichtiges Thema, das nicht nur abgeladen wird im Frauenministerium, sondern diese Themen gehen uns alle an. Und darauf wirken wir auch hin. Gleiche Karrierechancen, gleicher Lohn und bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, einige der Ziele. Sie sollen künftig bei Gesetzgebungen und Förderprogrammen beachtet werden. Frauenverbände kritisieren, die Strategie sei zu unkonkret und zu unverbindlich. Bei der CDU hingegen soll es künftig eine verbindliche Frauenquote geben. Nach langem Ringen hat sich die Satzungskommission darauf geeinigt. Der Kompromiss sieht eine schrittweise Anhebung der Quote für Vorstandsämter ab Kreisebene vor. Von 2021 sollen mindestens 30% weiblich sein, ab 2023 40% und ab 2025 dann die Hälfte. Wir wollen Volkspartei bleiben. Dazu müssen wir das Volk auch entsprechend repräsentieren. Beide Hälften, beiden die Chance geben, denn Sichtbarkeit und Wirksamkeit sind die Voraussetzung dafür, dass die Zukunftsfähigkeit der Volkspartei CDU erhalten bleibt. Doch nicht alle Abgeordneten der CDU unterstützen den Kurs. Eine Quote ist der völlig falsche Ansatz, weil sie das Leistungsprinzip aushöhlt. Und wir als CDU sollten Leistungsgerechtigkeit ganz nach oben auf die Agenda setzen. Neben der Frauenquote spricht sich die Kommission auch dafür aus, Lesben und Schwule in der Union als eigenständige Parteiorganisation anzuerkennen. Die CDU will diverser, moderner werden. Zumindest möchte das die CDU-Spitze. Am Ende aber wird beim Parteitag über beide Satzungsänderungen abgestimmt. Und das könnte gerade für die Frauenquote strittig werden. Es bedarf noch einiges an Überzeugungsarbeit, vor allem an der Basis.
Die EU-Kommission hat ihre Wasserstoffstrategie vorgestellt. Ziel ist es, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Wasserstoff kann in Brennstoffzellen Fahrzeuge antreiben. Für seine Herstellung wird Strom gebraucht. Und wenn dieser aus Sonne und Wind erzeugt wird, entstehen keine Treibhausgase. Das Verfahren ist aber noch sehr teuer. Um es konkurrenzfähig zu machen, unterstützt die EU Forschungsprojekte der Industrie. Eemshaven im Norden der Niederlande. Schon bald soll vor der Küste ein gigantischer Windpark entstehen. 15 Milliarden Euro investieren der Energiekonzern Shell und der niederländische Staat. Es ist das bislang größte Projekt für grünen Wasserstoff in Europa. Grüner Wasserstoff wird mit Hilfe von Wind- oder Sonnenenergie gewonnen. Dabei wird Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff getrennt, Elektrolyse genannt. Der Wasserstoff wird dann in Speichertanks gepresst und mit Lkw oder über Gasleitungen an Tankstellen oder Industrieanlagen geliefert. Sauberer Wasserstoff ist ein Schlüssel für eine starke, wettbewerbsfähige und CO2-freie Ökonomie. Wir führen die Welt an bei dieser Technologie und wir wollen vorne bleiben. Die EU-Kommission will mit dem sogenannten Green Deal den Klimawandel bekämpfen. Dafür entsteht nun eine Allianz aus Kommission, verschiedenen Regierungen und mehr als 90 Industrieunternehmen. Die hoffen auf einheitliche Regeln. Koordinieren soll das Projekt Deutschland. Wasserstoff ist die fehlende Verbindung, um Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, nicht mehr und nicht weniger. Die fehlende Verbindung, weil ohne eine saubere Industrie, ohne eine industrielle Revolution, wird auch eine grüne Revolution niemals erfolgreich sein. Dafür will die Kommission auch Gelder aus dem geplanten Wiederaufbaufonds einsetzen. Zusammen mit der Industrie soll so zunächst eine Summe von mehr als 400 Milliarden Euro investiert werden. Die große Herausforderung ist, verschiedene Industriezweige, politische Institutionen und EU-Mitgliedstaaten zu einem gemeinsamen Handeln zu bringen. Gelingt das, kann das Wasserstoffvorhaben zu einer Antwort auf den Klimawandel werden und zu einem Motor in der schweren Wirtschaftskrise. Vor fast 8 Monaten war der Sohn des Ex-Bundespräsidenten von Weizsäcker während eines Vortrages erstochen worden. Heute wurde der Täter wegen Mordes an dem Mediziner Fritz von Weizsäcker und wegen Mordversuchs an einem Polizisten zu insgesamt 12 Jahren Haft verurteilt. Außerdem ordnete das Landgericht Berlin die Unterbringung des 57-Jährigen in der Psychiatrie an. Bei dem Urteil wurde eine verminderte Schuldfähigkeit berücksichtigt. Als Motiv gilt Hass auf die Familie von Weizsäcker, vor allem auf den früheren Bundespräsidenten. Mieter und Vermieter müssen sich die Kosten für eine Wohnungsrenovierung unter bestimmten Voraussetzungen teilen. Das hat der Bundesgerichtshof heute entschieden. Betroffen sind Mieter, die in eine unrenovierte Wohnung gezogen sind und keinen finanziellen Ausgleich dafür bekommen haben. Sie können laut des BGH-Urteils auch Jahre später von ihrem Vermieter verlangen, dass er die Wohnung renoviert, müssen sich allerdings an den Kosten beteiligen. Seit 2002 wohnt Christian Emmerich in einer Berliner Mietwohnung. Bei seinem Einzug waren die Räume nicht renoviert. Seitdem wurde nichts weiter in der Wohnung gemacht. Nun will er, dass ein Vermieter fürs Streichen und Tapezieren aufkommt. Doch dieser weigert sich. Christian Emmerich zog vor Gericht. Er ist selbst Fachanwalt für Mietrecht. Das ist eine wirtschaftliche Frage, die geklärt werden muss. Und deswegen wird das Gericht angerufen, um genau diese wirtschaftliche Frage völlig emotionslos zu klären. Der Mietvertrag verpflichtet Christian Emmerich zu Schönheitsreparaturen. Doch diese Klausel ist unwirksam. Bereits 2015 hatte der Bundesgerichtshof entschieden, ein Mieter, der in eine unrenovierte Wohnung zieht, muss nicht renovieren. Bleibt die Wohnung also, wie sie ist, oder muss der Vermieter ran? Ein Mieter soll keine bessere Wohnung bekommen, als er zu Beginn angemietet hat. Der Vermieter aber soll für die weitere wesentliche Abnutzung aufkommen, so das Urteil aus Karlsruhe heute. Die Konsequenz? Beide Parteien sind in der Pflicht. Der Senat hat deshalb entschieden, dass in solchen Fällen der Mieter zwar von seinem Vermieter eine normale Renovierung verlangen kann, sich dann aber in angemessenem Umfang an den Kosten beteiligen muss. In der Regel muss der Mieter die Hälfte der Kosten übernehmen, so die Richter. Der Deutsche Mieterbund sieht das Urteil kritisch. Für Mieter bedeutet dieses Urteil, dass sie in Zukunft einmal mehr überlegen werden, ob sie von ihrem Vermieter
die Übernahme der Renovierungsarbeiten einfordern werden. Denn es ist zu befürchten, dass der Vermieter hier eine Malerfirma beauftragt, die hohe Kosten verursacht und dann die Mieter eben mit der Hälfte der Kosten belastet. Was das Urteil konkret für Christian Emmerich bedeutet, muss nun das Landgericht Berlin entscheiden. Das Urteil aus Karlsruhe soll Mietern und Vermietern gerecht werden, ist also eine Art Mittelweg. Inwieweit sich jedoch streitende Parteien tatsächlich über die Höhe und Aufteilung der Renovierungskosten einigen können, wird die Praxis zeigen. Die Lottozahlen. 9, 15, 23, 28, 41, 44, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 9. Juli. Zwischen kühler Luft im Norden und warmer Luft im Süden halten sich dichte Wolken mit Regen. Heute Nacht regnet es gebietsweise in der Mitte, gegen Morgen auch im Nordwesten. Im Süden sowie von den Küsten bis in den Nordosten bleibt es oft trocken. Morgen ist es im Süden und Südwesten sowie ganz im Norden zum Teil freundlich, sonst vielfach stark bewölkt. Zeitweise regnet es im Norden auch mal längere Zeit. Heute Nacht Tiefstwerte zwischen 17 und 7 Grad. Morgen werden im Norden 15 bis 18, im Süden 26 bis 32 Grad erreicht. Am Freitag wechselhaft, im Süden Sonne, am Nachmittag aber Gewitter mit Unwettergefahr. Am Samstag in der Nordhälfte ein paar Schauer, an den Alpen Regen, sonst überwiegend freundlich. Am Sonntag setzt sich auch im Norden häufiger die Sonne durch. Karin Mioska hat um 22.15 Uhr diese Tagesthemen. Enge, Schimmel, Ungeziefer, unter welchen Bedingungen die Werkarbeiter der Fleischindustrie leben müssen und fieberhafte Suche im Forschungslabor für einen Corona-Impfstoff. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.